Moin, mein Name ist Erik Horster. Ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit den Schwerpunkten Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen das Thema Retargeting näher bringen. Retargeting oder auch Remarketing genannt, bezieht sich darauf, dass Sie eben die Nutzer im Netz verfolgen und ihnen kontextuell dann wiederum Werbung zu Ihrem Produkt schalten. Wie funktioniert das? Sie haben zum einen das Google-Suchnetzwerk. Hier können Sie Werbung schalten direkt in der Google-Suchergebnisseite. Und dann haben Sie das Google-Display-Netzwerk. Das sind Partnerseiten von Google, die im Netz eben die Möglichkeit bieten, dass Sie dort auch wiederum Bannerwerbung schalten. Wenn Sie jetzt in das Retargeting einsteigen möchten, dann generieren Sie erst einmal über Google AdWords einen Code und den integrieren Sie auf Ihrer Website. Jetzt kommt ein Nutzer auf eine Suchanfrage oder über eine Suchanfrage auf Ihre Website. In dem Moment wird der Nutzer identifiziert von Google AdWords und wird im Netz weiter verfolgt. Das heißt, Google weiß dann, diese Person war auf ihrer Website. Und wenn jetzt diese Person weiter sucht und dann auf eine Partnerseite von Google kommt, dann kann auf dieser Partnerseite wieder Werbung zu ihrem Unternehmen geschaltet werden. Ich denke, viele kennen das aus eigener Erfahrung. Wenn Sie auf beispielsweise Zalando einmal gegangen sind, dann verfolgt Sie Bannerwerbung von Zalando durchs Netz. Nichts anderes ist das Thema Retargeting und es funktioniert eben relativ einfach mittlerweile über Google AdWords. Man muss sich aber dann als Werbetreibender auch hinterfragen und fragen, möchte man denn, dass man die Nutzer dermaßen penetriert mit Werbung? Also das ist eine Frage, die können Sie nur selbst beantworten. Denn zum einen ist es so, dass natürlich darüber Sie mehr verkaufen. Zum anderen kann es aber auch, wenn es eben zu massiv ist, schädigend für das Image oder für die Marke Ihres Unternehmens sein. Und dementsprechend sollte man stets hinterfragen, wie lange möchte man eigentlich den Nutzer verfolgen und mit Werbung weiter befeuern. Das ist auch sehr stark übrigens abhängig davon, wie lang ist der Entscheidungsprozess. Also wenn ich ein sehr niederschwelliges Produkt habe, Klassiker ist, Beispiel ist das Kaugummi, ja, dann brauche ich dafür nicht 2 Wochen lang Retargeting zu schalten. Wenn ich aber ein sehr komplexes Produkt habe, wie beispielsweise eine Reise, dann ist der Entscheidungsprozess sehr viel länger und dann kann es Sinn machen, dass ich über längere Zeit auch Retargeting schalte, damit eben im Kopf des Nutzers auch mein Unternehmen präsent ist, wenn es um das Thema Reise und Reiseentscheidungen geht.